Hey ho Leute und willkommen zurück zu Alan Wake. Immer noch in dem Wald oder schon wieder. Wir müssen immer noch zu Mirror Peak gelangen. Und ich hasse Vögel, schon erwähnt. Und leuchtende Pfeile. Und ich hasse es, dass ich so viel Munition habe. Ja, absolut. Jeder würde sich freuen, dass sie so viel haben, aber ich, nee. Ich hasse es, weil ich ganz genau weiß, dass ich das nur noch scheiße kommen kann. Finderlohn, Bitches. Alter. Kann mir auch jemand sagen, wo ich denn lang muss? Hier lang? Nein. Natürlich kommt, ey, am Arsch. Hier kommt. Thermosflasche. Darf ich dann da runterspringen? So, in der Hoffnung, dass ich hier nicht runterfalle. So. Was nicht. So, mein Licht. Und mein Kontrollpunkt. Natürlich, warum liegt hier so viel Schrotflintenmuni? Das finde ich jetzt aber ganz und gar nicht nett. Ich hatte keinen wirklichen Plan. Ich würde dem Entführer die Manuskriptseiten geben, die ich für Alice hatte. Wenn das nicht genügte, würde ich ihn mit der Waffe zum Reden bringen. Boah, natürlich. Wow, deswegen stand das so ein Ding. Gut, Bitches. Muss man da bestimmt nachher noch lang wetten. Erst anmachen, erst anmachen. So, dann bleibt bitte schön an. Mach an. Alter! Ach, du bist offen, leuchtet, entdunkelt. Gut. Hier irgendwo ist noch einer. Bleib schön an. Ich lasse nicht zu, dass du ein Stück Scheiße ausgehst. Gut, das würde ich gerne auch noch anschalten. Das ist dann gerade in seinem paar viele. Erstmal nachladen. Jetzt ist gut. Jetzt gehst du bitte wieder an. Schauen wir jetzt nämlich gerne ein paar Leben holen. Natürlich geht das in so einem Licht nicht. Nein. Was denkst du denn, wo wir hier sind, Lisa? Erinnerst du dich auch so? Langsam. Angeblieben. Dann regeneriere dich mal ein kleines bisschen. Gut. Ausladen. Na, hier ist ein Licht. So, lass es noch. Uhrzeit, was sagst du? 5 Minuten. Gut.
Nein, da muss ich auf alle Fälle. Und da soll ich... Das Dunkel bewegte sich dort vorne in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. War es hinter Alice her? Und da soll ich ernsthaft hoch? Ernsthaft? Ich fühle mich verarscht von euch. Die Nachtschicht kann Krebs verursachen. Ah, die Nachtschicht kann... Komm, ihr Penner. Schön, dass ihr euch dann hier pisst. Ihr Arschgeigen. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Ja, ich bin wegzaubern. Komm, geh doch mal kaputt. Danke. Hier, ich geb dir kleine Messer und Rückensteck. Nachladen. So. So, Batterien benutzen. Danke. Das wird sehr hässlich. Gleich was hässlich wird. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Oder 10 Tagen. Natürlich Geisterstadt, was sonst? Hätte man denn auch einen anderen Grund dafür? Au! Wow, wie viel Damage macht das denn? Da war ein Manuskript. Muss lesen, Manuskript. Lisa? Ich hab schon 2? Ich starrte durch die Gitterstäbe der Gefängniszelle. Barry stand hinter mir und wippte auf seinen Füßen. Er sah so elend aus, wie ich mich fühlte. Agent Nightingale stand mit Sheriff Breaker auf der anderen Seite der Stäbe und hielt Manuskriptseiten in der Hand. Überdreht prahlte er, jetzt habe ich sie, Raymond Chandler. Es ist alles hier, alle Beweise. Inklusive denen für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aha. So, das die Dinge dann. Waren im echten Leben nie so einfach wie in der Fiktion. Unzählige Male hatte ich mir gewünscht, es möge einen eindeutigen Grund für meine Schreibblockade geben. Damit ich mich auf ihn stürzen und ihn bekämpfen konnte. Aber nein, Zweifel nagte an mir. Ich war nicht wie der Held aus meinen Büchern. Alex Casey war unbeirrbar und entschlossen durchs Leben geschritten und nie von seinem Ziel abgekommen. Selbst jetzt war ich wütend auf mich, auf Alice, auf Barry. Ich tastete mich blind und planlos durchs Dunkel. Oh Gott. Die Geisterstadt durchqueren, natürlich. Als wenn ich was Besseres zu tun hätte oder so. Da, das ist schon wieder zu groß hier. Hier kommen bestimmt gleich wieder ein paar Leute. Wetten? Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, los! Danke. Noch irgendwo. Schon? Jetzt wollt ihr einen doch echt langsam verarschen, Alter. Einfach weiter. Ist es genügend Licht? Natürlich nicht. Ich hoffe, die Dinger fliegen mir nicht hinterher, gell? Das wäre echt fies. Könnte ich auch irgendwie durch? Nein, ich muss natürlich schon rumlaufen. Ich zu blöd bin, die Tür aufzumachen. Wieso gehst du nicht auf? Den Türschlüssel. Geh kaputt, los! Mach kaputt.
Tisch ist der Schlüssel bestimmt immer in so einem Schuppen. Keine Muni mehr. So, jetzt können wir rein. Schön zu nutzen. Hey, Schaufel, darf ich die Schaufel mitnehmen? Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen. Von Götterreich, Träumen, Dämonen, von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst, die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Kommt drauf an. Die habe ich 8. Die will halt auch. Was ist damit? Nein, ich will Halbgewehrmuni nehmen. Komplett durchgeladen ist. Ich habe ein komisches Gefühl. Punkt. Gut, ein bisschen Zeit haben wir noch. 3 Minuten. 2. Ungefähr. Da hoch. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Cool. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Beeil dich, du Schlampe. Meins. So, weiter geht's. Boah. Okay, Kontrollpunkt, Uhr. Okay, bis zum nächsten schaffen wir es doch bestimmt. Vögel. Ja, Vögel. Ich hasse Vögel. Wieder schon Vögel. Alter, ich hab euch angeleuchtet. Ihr dürft nicht. Hopsalap. Vögel. Wisst ihr das denn nicht? Von hinten? Ernsthaft? Ach ja, ach ja. So, Kontrollpunkt bitte. Bitte. Natürlich. Ja. So geht das. Gut, so. Ja, Staubartikel, genau. So, Leute, ich warte mal meine Zeit um. Bis zum nächsten Part. Dann versuchen wir, die Silbermine zu verlassen und endlich zu diesem scheiß Turm zu gelangen. Und ja, bis dann.